Willkommen zum wahrscheinlich letzten Part von Pokémon Y. In der letzten Folge hatten wir natürlich jetzt den Kampf gegen Serena gehabt, und zwar in Batika City. Nun geht jetzt ein neues Kapitel auf, und zwar das die letzte Kapitel unserer Postgame-Story, und zwar die Lebel Arc. Diesmal haben wir Lebel getroffen, den Detektiv, und er hat uns zu einer kleinen Quest eingeladen, in dem wir einige Teile finden müssen, die natürlich quer durch ganz Illumina City verstreut sind. Es gibt natürlich 5 Stück davon, und einer davon wird natürlich dann auch dann bald gezeigt. Und wir kriegen jetzt auch eine Nachricht vom Hololog erneut. Diesmal von Lebel. Red, bist du bereit? Sehr gut, dann lass mich dir eben verraten, wo du vorsorglich im versteckten Tickets finden kannst. Eins im Pokémon Center neben Palace Rose. Auf dem Zentralplaza im Turm der Illumina City erhält, auf dem Frühlingsallee in einem Geschäft, mit dem Medizin verkauft wird. Viertens im Nordring im Erdgeschoss eines Gebäudes, in dem sich Leute ausruhen. Und fünftens am Nordring im Erdgeschoss eines Gebäudes, das eine Schatzkammer der Kunst ist. So, das wäre alles. Solltest du bei der Suche nach mal einem Latein am Ende sein, dann schau entweder im Lebel-Büro vorbei und zieh diese Nachricht zu Rate. Dann drücke ich dir mal schön dir mal die Daumen. So, was jetzt damit gemeint ist, wir müssen natürlich jetzt ein Pokémon-Center finden, das natürlich hier irgendwo befindet. Und ich glaube, das ist in Plaza Rose. In dem Place Rose, das ist natürlich ein Pokémon-Center. Und ich glaube, das war dieses Pokémon-Center hier irgendwo in der Nähe. Palace Rouge heißt es natürlich in Englisch, im Französischen. Die Karte ist so invertiert, ich kann nicht mal richtig sehen hier. Eieieiei. Hier ist die Winterallee. Leider ist die Karte irgendwie so invertiert, ich kann nicht mal richtig sehen. Ein Zentralplatz im Turm. Und da ist was. Das Lebel-Ticket Nummer 1. So steht etwas. Ich gratuliere, du hast ein Ticket gefunden. Dank deiner scharfen Beobachtungsgabe bist du auf dem besten Wege, der Detektiv zu werden. Damit haben wir jetzt... Einen haben wir schon geholt. Jetzt müssen wir natürlich zum Frühlingsallee. Die befindet sich... ist nicht so einfach zu finden, aber wir werden es mal suchen. Was ist jetzt... Police schon... Ich kann das mal kurz umgucken hier. Das scheint wohl jetzt kein Kräuterladen zu sein. Es gibt auch sehr viele Seitengassen hier, also wir können jetzt mal die Illumina City richtig schön umgucken. Boah, dass es so eng hier ist, da kann man ja fast nichts sehen. So, der Nordring. Das Grand Hotel Pick Fane. Da müssen wir dort hineingehen. Da ist der zweite Lebel-Ticket. Auf der Rückseite steht ein Ticket, steht das. Ich hatte das. Ich habe nichts anderes habe ich erwartet, Red. Weiter so. Stell Illumina City auf den Kopf. So, damit haben wir das jetzt auch schon erledigt. Dann gehen wir jetzt mal zum Kunstmuseum.
Wir können auch zum Beispiel das Taxi nehmen, damit wir jetzt die ganze Wanderung jetzt auch richtig ersparen können. Das ist nicht dieses Pokémon Center, was ich damit gedacht habe. Wir müssen noch zum Kräuterladen. Und zum Kunstmuseum. Nein, ich wollte mit dir reden. Das ist ja nur wie ein Kunstmuseum. Damit schauen wir jetzt mal die ganze Wanderwege. Da sind jetzt noch die Taxis hier. So, dann gehen wir mal jetzt zum Kunstmuseum. Im Erdgeschoss. Hier im Erdgeschoss müsste eins sein. Okay, da kommt eine Drachenroute bei dieser Person. Ah ja, die Johto-Region gibt's auch hier. Hier gibt's lauter Easter Eggs hier. Die Kampfzone in der Sinnoh-Region. Die Einal-Region. Oh mein Gott, das waren noch Zeiten, als wir das noch Let's Played haben früher. Ja, da gibt's ja leider noch nichts, aber hier ist der Kunstmuseum, aber... Ich sehe aber kein glitzerndes Zeug hier. Ah. Was sehen wir da, meine Augen? So, das Nordring haben wir jetzt abgeschlossen. Jetzt fehlen uns nur noch zwei davon. Jetzt haben wir 50% davon jetzt abgeschlossen. In der ersten Kapitel. Ja, wir müssen jetzt an der linken Seite gehen, ist ja klar. Das Kunstmuseum brauchen wir nicht, einmal machen wir es ja optional zum Gucken ist. So, jetzt müssen wir aber die Frühlingsallee finden. Okay, das ist Herbst, die Herbstallee. Die Winterallee. Jetzt bin ich hier im Nordring, das will ich jetzt natürlich nicht hin. Kann der Taxifahrer ein bisschen mehr helfen. Boah, wenn die Steuerung jetzt nicht so ein bisschen innovativ ist. So. Heilkundeladen. Vielleicht ist es das hier? Eine Frühlingsallee. Ja, das ist der Kräuterladen.
Ich gratuliere, du hast ein Ticket gefunden. Also, ich kombiniere. Das ist dein viertes Ticket. Stimmt doch, oder habe ich recht? Warum ich so dermaßen den Druckblick habe? Na, weil ich ein Detektiv bin. Tja, damit haben wir jetzt die Frühlingsallee und das heißt, jetzt müssen wir zum Play Rouge, müssen wir dann hingehen. Polizian. Also Play Rosé, das heißt, dann wollen wir ein bisschen zum rosanen Allee gehen. Der Rede von Center in der. Ah. Das ist dann diese Arena anscheinend. Ach Mann, ich habe jetzt wieder über Gefallen vertippt. Also, ich wünschte, die Kamera könnte man umdrehen, ne? Schauen wir mal, die Lebel-Ticket müsste doch hier irgendwo sein. Bloß wo? Irgendwo im Pokémon-System müsste es doch sein. Ah. Das war ja der letzte. Damit haben wir jetzt den ersten Kapitel abgeschlossen. Ich gratuliere, du hast ein Ticket gefunden. Ich mach dich sofort auf den Weg ins Lebel-Büro, sobald du alle 5 Tickets gefunden hast. Aber... auch bis zu unserer nächsten Begegnung bist du noch im Training. Vergiss das nicht, Red. Na gut, dann haben wir das jetzt auch schon abgeschlossen. Fürs Erste. So, dann wollen wir jetzt schon wieder mal ein Taxi nehmen. Gehen wir mal direkt nach zu Lebels Bude. Eins, zwei, drei, vier, fünf. 5 Lebel-Tickets. Ich gratuliere dir, Brad. Du hast meinen Patienten-Detektivkurs mit Erfolg absolviert. Der da heißt... In 5 Schritten wird aus jeder trüben Tasse ein Superdetektiv. Ja, ich rede mit dir. Das bedeutet, dass du ab sofort ein waschechter Detektiv bist. Freu dich! Ich darf mich also noch einmal herzlich bitten. Sei bitte mein Partner gegen das Verbrechen. Danke, Red. Du bist jetzt offiziell mein Partner. Dein neuer Arbeitsplatz ist das Lebel-Büro. Ich schicke dir eine Nachricht auf meinen Hololog, sobald wir einen neuen Auftrag reinbekommen. Du hast meinen Patenten-Detektivkurs in 0, nix absolviert. Ja, da heißt, in 5 Schritten wird aus einer jeden trüben Tasse ein Superdetektiv. Ja, ich rede mit dir. Du bist wirklich ein meisterlicher Trainer, Red. Alle Achtung und bravo. Der knifflige Fall, an dem ich gerade dran bin, ist mit meiner Unterstützung sicher kein Problem. Mit dir an meiner Seite wird die Gerechtigkeit für wahr siegen, das verspreche ich dir. Tja. Dann gehen wir jetzt zurück in den Nordring. Und wir kriegen jetzt wieder einen Anruf. Red, ich bin's Lebel. Könntest du vielleicht nochmal
bei mir im Levelbüro wieder vorbeischauen? Na, ich wollte jetzt gerade zurück. Die Steuerung ist leider so innovativ. Da bist du ja, Red. Dann hast du also meine Nachricht auf dem Hololog bekommen? Dann lass uns gleich mit der Sache kommen. Wir haben einen Auftrag erhalten. Ich würde es wirklich begrüßen, wenn ich auf deine Hilfe bauen könnte, Red. Und ich will den Fall vertraut zu machen, lies dir bitte diese Notizen auf meinen Schreibtisch durch. Sternauftrag, Präsentation Mama e.V. Illumina City. Auftrag. Die Kinder von Illumina City verbringen neuerdings viel Zeit mit einer neuen dunklen Gasse. Also als besorgte Mutter müssen wir wissen, was sie dort treiben. Mein lieber Junge, steht doch ganz kurz davor, die Aufnahmeprüfung für eine renominierte Schule für Ast-Trainer zu machen. Da kann es natürlich nicht zulassen, dass seine Schulakte mit einem Makel befleckt wird. Bitte, dann nehmen Sie etwas, damit die Kinder nicht mehr in diese dunklen Gasse herumhängen. Belohnung sollte für eine Woche Lebensunterhalt reichen. Kapitel 2: Die Kassenkinder. So. Das kleine Kapitel wird jetzt nicht so lang dauern. Ich glaube, es wird jetzt nicht so sehr einfach sein. Hast du meine Notizen gelesen? Prima. In dem Sinne, Red, möchte ich dir, dass du die besagte Gasse in der Luminous City aufsuchst und dort nach den Rechten siehst. Warum nur drücken sich die lieben Kinder neuerdings dort herum? Diese Frage müssen wir nachgehen. Soweit die Fakten wissen, was sagst du, Partner? Du hilfst doch bei dem Fall. Wunderbar, Red. Es gibt jede Menge Seitenstraßen in Luminous City und in einer davon müssen die Kinder stecken. Lass mich dort scharf überlegen. Meine jährige Erfahrung und meine Spürnase sagen mir, dass die Gasse vom Südring abgeht. Äußerst mir verdächtig ist. Vielleicht beginnst du dort mit deinen Ermittlungen. Ich bin nur einen Schritt hinter dir, keine Sorge. Ach ja, noch etwas. Ich schreibe die Lage aller Seitenstraßen in mein Notizbuch. Das sollte für dir jeden Fall helfen. Erzähl auf dich, Red. Die dunklen Gassen von Illumina City erwarten dich. Einer der Gassen. Ich wollte jetzt nicht dort hineingehen, Spiel. Nein. Nee, da will ich nicht hinein. Ey, die Steuerung ist ein bisschen innovativ. Wirklich. Richtig merkwürdig. So, im Südring müssen wir gehen. Mal sehen. Eine dunkle Gasse. Müssen wir mal richtig nachschauen hier. Frühlingsallee kennen wir schon bereits. Ja, ich wollte jetzt gerade den Fahrrad einsetzen. Schauen wir mal, wo die südliche, wo die versteckte Gasse ist. Das scheint nicht so eine dunkle Gasse zu sein.
Die hier ist es anscheinend. Hä? Wer zur Kugel bist du? Das ist unsere Geheimbasis. Wenn du rein willst, musst du mich in einen Kampf schlagen. Na schön, auf deine eigene Verantwortung bin ich nämlich ganz schön stark. Ja, was du nicht sagst. Also wir werden jetzt wahrscheinlich jetzt 40 bis 50 Minuten zur Folge machen. Hier wird das auch als Premiere noch kommen. Aber die Trainer sind jetzt nicht so sehr stark, wenn sie alles so gehofft hätten. Also werden wir jetzt mal alle Trainer jetzt mal durchmachen. Für heute. Ja, das habe ich mich eher falsch eingeschätzt, dass wir dann nur 2 Folgen machen werden. Aber ich glaube, 3 Folgen müsste wahrscheinlich dann die Lebel-Serie dann schon sein. Weil es gibt nur 3 Kapitel insgesamt. Das ist jetzt der 2. Kapitel, also ein Kapitel haben wir noch zu erledigen. Die Kinder jetzt mal richtig einmal zur Vernunft bringen, dass die jetzt endlich mal in die Schule gehen sollen und nicht einfach rumschwitzen. Das ist wie bei der Nuggetbrücke, so eine kleine Erinnerung hier. Sehr viele Vorschläge jetzt hier. Natrifol. Na bitte. Kingler. Ach, sehr klug. Und nur kann man hoffen, dass er jetzt nicht Guillotine einsetzt, weil sonst wäre das krass. Mann, dein Schutzschild nervt langsam. Naja, jetzt wird die Folge sowieso extra lang sein, also nicht wundern. Jetzt ist wieder so eine Folge, was jetzt ziemlich lang sein wird. Naja. Es gibt viele Schüler, die wollen jetzt einfach nicht in die Schule, aber die werden wir dann bald Ahnung bringen. Also nicht rumscheißen. Wenn wir es ernst meinen, dass sie jetzt endlich mal in die Schule gehen und lernen. Weil viele Leute jetzt schon so jetzt in die Schule gegangen sind jetzt. Tja.
Aber wir sind jetzt schon ziemlich stark gelevelt, das muss ich schon ehrlich sagen. Im Levelverhältnis sind wir ziemlich gut gewachsen. Das müsste wahrscheinlich jetzt gewesen sein. Tut mir leid, nichts für ungut. Ich wollte wirklich früher hier sein. Und Red, hast du was rausgefunden? Miau. Nanu, was war das denn eben? Es kam doch von weiter hinten in deiner Gasse. Miau. Eine Katze oder was? Moment. Das ist doch ein Pokémon. Aber so wie es uns Menschen bedroht, scheint es nicht sehr freundlich zu sein. Ist das hier vielleicht sein Territorium? Das ist er fast, Alter. Was? Wer war das eben? Wer ich bin, fragst du? Viel wichtiger ist die Frage, wer diese kleine Schnuckiputz hier ist. Sein Name ist Flauschi. Den Namen habe ich ihm gegeben. Ach ja, dann ist also dein Pokémon. Wäre es so gut, es in seinen Pokéball zurückzurufen? Hä? In seinen Pokéball? Wie bitte? Ich bin Flauschis Freundin, nicht sein Trainer. Ich habe kein Geld für einen Pokéball, also bin ich auch kein Trainer, klar? Aber Flauschi und ich sind auch so Freunde. Verstehe. So ist das also. Nichts für ungut. Ich bin der Bell, meines Zeichens Detektiv, und das hier ist mein Partner Red. Wenn die Frage gestattet ist, was genau macht ihr hier eigentlich? Nun, wir spielen hier und das ist nicht offensichtlich. Das hier sind alles meine Freunde. Wieso fragst du das? Möchtest du mitspielen? Was? Nein, nein, nein. Nochmals nein. Das kannst du doch nicht machen, Boss. Das hier sind... Das ist eine Geheimbasis nur für Kinder. Mit dem Alten wollen wir nicht spielen. Komm schon, ihr beiden. Ihr seid mal keine Spielverderber. Wir schließen niemanden aus. Na schön. Dass ihr hier nur brav spielt, ist mir inzwischen klar geworden. Aber warum müsst ihr das so ausgerechnet in so einer dunklen Gasse tun? Illumina City hat jede Menge schöne Plätze. Da seid ihr wenigstens in der Sonne. Ach, ist das so? Flausch und ich haben schon immer hier gelebt. Daher habe ich wohl nie darüber nachgedacht. Du lebst auf der Straße? Was ist denn mit deinen Eltern? Die sind nicht mehr da. Ich bin allein. Verstehe. Oh, aber Flausch kann ja meine Familie sein. Immerhin leben wir schon... eine Weile zusammen. Ich hab's. Ich bin ja nicht umsonst genial und Detektiv auf Lebel. Kannst du auf dich verlassen? Junges Fräulein, warum ziehst du nicht in mein Lebel-Büro ein? Du könntest tagsüber meine Assistentin arbeiten und nachts dort schlafen. Ich selbst übernachte im Hotel. Von daher wirst du nach der Arbeit ungestört... Hä? Ich kann schon verstehen, dass du die Freiheit hier in der Gasse genießt. Man gewöhnt sich wohl dran. Aber sicher hättest du gerne ein Dach über dem Kopf, wenn es stürmt und regnet und schneit und kalt ist. Täglich Arbeit zu verrichten, die dein Gemeinwohl dient, ist auch nicht gerade das Schlechteste. Also keine Sorge, alles wird gut. Glaub mir, überlass das einfach den guten Lebel. Und du, auch du, Flauschi. War dein Name? Du kommst natürlich auch mit. Klarer Fall. Nanu, was hat das zu bedeuten? Wieso läuft Flauschi davon? Naja, Flauschi ist recht ängstlich. Es ist generell was menschenscheu, aber Erwachsene mag es gar nicht. Na, Emily Bell, dein Angebot freut mich wirklich ehrlich, aber ich kann es nicht annehmen. Flauschi gefällt es hier bestimmt besser und ich kann es unmöglich allein lassen. Nicht so voreilig. Also muss ich dafür sorgen, dass Flauschi mich mag, oder? Dann ist es doch kein Problem, dass ich ein Erwachsener bin. Und ich habe meinen Partner hier.
auf den ist immer Verlass. Partner? Du machst das schon, Red. Freunde dich bitte mit Flauschi an. Ja, bevor wir das tun, werden wir das jetzt schon mal nochmal nachschauen, wie wir das machen können. Einer der Sache hier. Naja, da müssen wir dann mal jetzt nachschauen, wo jetzt, in welcher Gasse es sich jetzt Flauschi befindet. Und wir kriegen jetzt den Hololog-Anruf wieder erneut. Red, ein paar Kinder haben mir einige nützliche Hinweise verraten, die dir verhelfen können. Erstens, Flauschi lässt sich nicht gerne von Unbekannten anfassen. Erst zweitens, Flauschi geht häufig ins Seitenkasten spazieren. Die Seitenkasten findest du auf dem Nordring auf der gegenüberliegenden Seite, der am Galettstand. Gegenüber dem Bahnhof von Illumina und neben dem Café Coco. So, das wäre alles. Dann drücke ich dir mal schön die Daumen. Tja, dann werden wir mal schnell das machen. Auf zum Nordring. Hier ist es anscheinend nicht. Also müssen wir dann die dunklen Gassen jetzt mal umgucken. Ja, wo bist du, Flauschi? Hier scheint es wohl nicht zu sein. Das war die letzte Gasse, die wir suchen müssen. Und hier ist es auch schon. Fall schaut her, was willst du tun? Nun gut, es gibt natürlich eine Möglichkeit. Naja, wir werden jetzt mal versuchen zu singen, vielleicht sogar. Anstupsen. Also ich möchte euch noch mal anmerken, dass, also singen und tanzen hatte beim dritten Treffen einen Erfolg. Wir können jetzt mal... Ah, da haben wir doch jetzt mal geschafft. Singen oder tanzen müsst ihr wählen, weil anstupsen und streicheln oder andere Dinge. Lächeln, singen oder tanzen würde es natürlich überreden, dann wieder zurückzukehren. Sieh mal einer an, Red. Du hast also tatsächlich geschafft. Flauschi klebt ja dir wie eine Klette. Wahnsinn, du bist unglaublich, Red. Wie hast du es nur angestellt, dich mit Flauschi nach so kurzer Zeit schon mag? Echt toll. Du enttäuscht mich als Pater eben nicht, was, Red? Besten Dank. Junges Fräulein, damit ist der Fall klar, oder? Ist es jetzt nicht an der Zeit, den ganzen Lebewohl zu sagen und den feinen Lebellbüro einzuziehen? Okay, gerne. Solange nur Flauschi bei mir ist. Und mich interessiert jetzt auch, was ein Detektiv so macht. Detektive sind alle abgebrüht, klar. Also Red, auf zum Lebellbüro, zusammen mit unseren neuen Kameraden. Wow, das ist also das Lebellbüro? Auf jeden Fall wärmer als in der Gasse.
Das wird bestimmt super hier, Flauschi. Junges Fräulein. Du bist ab heute hier, und zwar als meine Assistentin. Außerdem wohnst du jetzt hier, also fühle ich ganz wie zu Hause. Du meine Güte, mir fällt gerade auf, dass ich dich ja noch gar nicht deinen Namen gefragt habe. Sag mir, junges Fräulein, wie heißt du eigentlich? Ich heiße Mathia. Vielen Dank nochmal. Mathia also. Ein wirklich hübscher Name. Also dann, Brett. Ganz danach aus, als hätten wir den Fall um die Kinder in der dunklen Gasse gelöst. Jetzt, wo Mathia hier im Büro wohnt, gehen die Kinder auch nicht mehr in die Gasse. Ich schicke dir eine weitere Nachricht in deinen Hololog, sobald wir einen neuen Auftrag haben. Bis dann. Mathia und Flauschi. Es war schon eine richtige Entscheidung, sie hierher einzuladen. Gar keine Frage. Aber im Moment habe ich nicht genug Arbeit, um die beiden ebenfalls zu ernähren. Muss ich mich wohl anstrengen, um mit meiner Mission vorankommen. Nun, nur gut, dass ich so abgebrüht bin.